Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder One.de mit dem Gaming PC Flash Sale Edition 04 für 1249,99 € runtergesetzt von 1549,99 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Wie der Name schon sagt, das sind Flash-Sale-Angebote. Die haben mehrere PCs jetzt in diesen Angeboten. Ich habe den jetzt rausgesucht, weil das ist so eine Preisrange, wo auch viele immer suchen. Werde ja auch ganz oft im Stream gefragt. Wurde mir im Stream auch gesagt. Also wenn ihr Vorschläge habt und so, könnt ihr auch gerne im Stream dann Bescheid sagen und sagen, hey, wie wär's mit dem PC oder diesem? Die schaue ich mir dann an. Und wenn ich denke, das ist ein Video wert, dann machen wir das einfach mal. Das Gehäuse ist in dem Fall ein MSI Mac Forge 100R mit Fenster. Das ist an und für sich gar nicht so schlecht. Im Stream wurde mir auch gesagt, dass einige das zu Hause haben. Der Airflow ist wohl gegeben. Hier sind zwei RGB-beleuchtete Luffys vorne drin. Einer ist hinten drin, der ist allerdings nicht beleuchtet. Das reicht für den Airflow erstmal aus. Es hat eine Mesh-Front, das ist schon okay. Da passen auch die gängigen Grafikkarten und so rein. Für das System ist es auf jeden Fall schon mal eine gute Wahl. Und das kostet 68,73 € bei Amazon. Als Prozessor bekommen wir einen Intel Core i5-12400F. Der hat eine TDP von 65 bis 117 Watt, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt offiziell DDR5-4800MHz und DDR4-3200MHz. Den hatten wir jetzt schon so oft. Das ist so der Standard-Gaming-Prozessor schlechthin. Also ist in vielen Systemen verbaut, die, sage ich mal, so bis 1800 € gehen. Danach kommen schon meistens 12600K, 12700K. Aber wie gesagt, alleine zum Zocken reicht der dicke aus. Wollt ihr streamen, nimmt vielleicht sogar mehr Kerne, also mit 8 Kernen zum Beispiel. Ansonsten ist das schon mal ein guter Prozessor und ist in dem Preisbereich auch völlig gerechtfertigt. Und er kostet 197 € bei Mindfactory. Als Prozessor-Kühler bekommen wir den Thermaltake TUF R 310. Den hatten wir bisher noch nicht. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 170 Watt, reicht also für diesen Prozessor völlig aus. Wie der qualitativ ist, kann ich leider nicht sagen. Ich hatte noch nicht zu Hause. Wäre das jetzt ein PureRock oder irgendeiner von Arctic, dann könnte ich euch noch was dazu sagen. Aber rein von den technischen Daten reicht er auf jeden Fall schon mal aus. Und der kostet 32,70 € bei 0815.eu, was auch immer das ist. Ansonsten das gleiche bei Equipper. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 2x8 GB DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200MHz. Das ist an und für sich schon mal guter RAM, zumindest keine Aegis oder sowas in der Art. 3200MHz entspricht natürlich der Spezifikation von Intel. Das könntet ihr jetzt auch mit 3600MHz betreiben, sehen wir auch gleich noch. Wir haben gleich noch eine Alternative. 16 GB sind in der Preisklasse völlig gerechtfertigt, also auch ein guter RAM, das passt soweit. Und der kostet 60,89 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 8 GB Nvidia GeForce RTX 3060 Ti MSI Ventus 2X 8 GOC. Da wisst ihr zumindest schon mal, was ihr bekommt. Das ist eine 3060 Ti, auch die, die hier auf dem Bild zu sehen ist. Das ist schon mal fein. Das ist jetzt natürlich keine Einsteiger-Grafikkarte in dem Sinne, aber danach kommen noch einige. 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti, AMD hat auch noch ein paar Karten. Es ist schon im unteren Bereich, aber mit der könnt ihr auf jeden Fall gut zocken. Für WQHD reicht es auch. Ihr dürft es aber nicht erwarten, in AAA-Spielen zum Beispiel irgendwie mit WQHD da 144 Hertz oder so hinzurotzen. Aber für die gängigen Spiele reicht das, wenn ihr jetzt nicht so hohe Ansprüche habt an die Texturen und so weiter. FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 514 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Biostar H610MH Micro ATX, immerhin schreiben sie es dabei. Das ist wieder so ein richtig schönes Billo-Board. Ich hatte letztes Mal in den Kommentaren geschrieben, irgendeiner sagte da, das wäre okay, aber finde ich überhaupt nicht. Das hat überhaupt keine gekühlten Spannungswandler. Ja gut, es ist nur ein 12400F, aber finde ich schon schade. Nur zwei RAM-Bänke. Klar, die neuen Intel-Prozessoren kommen mit vier RAM-Bänken sowieso nicht gut zurecht, aber trotzdem hätte ich das gerne noch, falls es hinterher vielleicht ein BIOS-Update gibt und dadurch die Kompatibilität gesteigert wird, dass man zumindest den RAM noch erweitern kann. Hier kommt die Grafikkarte rein, hier wird die SSD verbaut, hier unten könnt ihr noch eine kleine Erweiterungskarte mit einstecken, falls das passt. Ich weiß nicht, ob der Kühler der Grafikkarte das überdeckt, das wird schwierig. Von den Anschlüssen her war Mikrofon, Kopfhörer, Line, Innennetzwerkanschluss, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, PS2 werdet ihr nicht benutzen. Hier unten habt ihr HDMI und VGA-Anschluss, könnt ihr auch nicht benutzen, weil das ein F-Prozessor ist. 12400F bedeutet keine integrierte Grafikeinheit. Das heißt, ihr müsst das Bild über die Grafikkarte ziehen. Es ist halt wieder so ein richtiges Billo-Board. Ich weiß nicht, ob die mit diesen Flash-Sale-Dingern immer alte Ware irgendwie rauskriegen wollen. Also ich finde das echt nicht so geil. Vor allen Dingen wieder Micro-ATX in einem Full-ATX-Case sieht wieder kacke aus. Ist überhaupt nicht mein Fall. Ich zeige euch gleich, wie gesagt, auch noch eine Alternative, wo ein Full-ATX-Board drin ist. Und das kostet 94,87 € bei Mindfactory.
Die Festplatte ist eine 1 TB Western Digital WD Blue SN570. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Die ist soweit okay. 1 TB ist auch völlig gerechtfertigt, auf jeden Fall. Ist auch schon gut schnell. Also es gibt noch langsamere, zum Beispiel eine Kingston NV1, die zum Zocken eigentlich auch reichen. Aber ich finde das soweit ganz okay, dass es mit dabei ist. Und die kostet 84 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 600 Watt BeQuiet System Power B9. 600 Watt reichen hier natürlich aus, das hat 3 Jahre Garantie, 80 plus Bronze Zertifizierung, festes Kabelmanagement. Die System Power Dinger sind meiner Meinung nach immer eher so Büronetzteile. Dann geht lieber auf Pure Power, Straight Power, vielleicht sogar auf Dark Power, die Serien gibt es nicht umsonst. Die System Power, wie gesagt, reicht jetzt für das System. Finde ich aber nicht so pralle, wollt ihr später vielleicht eine fettere Grafikkarte oder so einbauen, finde ich die dann nicht mehr ganz so stabil. Und das kostet 51,90 Euro bei Mindfactory. Garantie sind hier 36 Monate Herstellergarantie plus kostenlose Rücksendung innerhalb Deutschlands und technischer Support, also kein Pickup und Return, ihr müsst es dann sofort zur Post bringen, aber immerhin 3 Jahre Garantie. Ist nicht selbstverständlich, Agando macht das glaube ich noch, Baro macht 2 Jahre, ich glaube ihr müsst dann 50 Euro drauf bezahlen, da kriegt ihr auch 3 Jahre. Protus hat auch nur 2 Jahre, also ist keine Selbstverständlichkeit. Ist wirklich gut. MIFCOM macht, glaube ich, auch 3 Jahre. Das ist ganz cool. Betriebssystem ist nicht mit dabei. Norton 360 for Gamers, 50 GB, 1 Jahr da Geräte, schmeißt es weg. Windows Defender macht echt einen guten Job. Und hinterher seid ihr in irgendeiner Abo-Falle drin, ist auch kacke. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landet ihr beim Gesamtpreis von 1.104,09 Euro. Das System soll kosten 1.249,99 Euro, runtergesetzt von 1.549,99 Euro. Also der Preis ist okay, wirklich. Der Preis ist okay, ist jetzt nicht der Mega-Flash-Sale. Es gibt Anbieter, die haben dauerhaft solche Preise. Aber das Mainboard passt mir überhaupt nicht und das Netzteil ist auch so ein Thema für sich. Viele haben da verschiedene Meinungen, verstehe ich auch, ist okay. Für mich wäre es nichts, ein System Power in so ein System reinzupacken. Das Mainboard, wie gesagt, ist der größte Humbug. Das Bild ist sowieso fake, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ihr seht hier Schläuche in der Wasserkühlung und so, das stimmt auch nicht. Klar, die Luffys hier vorne, das passt schon soweit, aber diese Schläuche werdet ihr da drin nicht entdecken. Also von daher, ich zeige euch mal eine Alternative. Ja, wir landen wieder bei einem Hardware-Deals-PC. Den hatte ich gestern im Stream schon rausgesucht, habe dazu eine Liste gemacht live. Da habe ich die Leute noch raten lassen, wo wir da preislich rauskommen. Und deswegen dachte ich, zeige ich euch das Ganze nochmal. Der kostet 1.199 Euro, also 50 Euro weniger als der andere PC. Auch ein 12400F, dazu ein PureRock 2 Schwarz, den hatte ich tatsächlich schon in der Hand, der packt den Prozessor auch, ist auf jeden Fall ein guter CPU-Kühler. Dazu als Mainboard ein Gigabyte B660 Gaming XDDR4, das ist ein sehr gutes Board mit gekühlten Spannungswandlern, Full ATX, viele Erweiterungsmöglichkeiten, also da haben sie nicht gespart. Dann bekommt ihr hier eine 3060 Ti, da wisst ihr natürlich nicht welcher Hersteller, bei dem anderen PC wusstet ihr es, aber hier kann eine Inno 3D oder so landen, vielleicht sogar eine MSI, ich weiß nicht was die gerade eingekauft haben. Ihr bekommt auch 16 GB RAM, G-Skill Ripshots 3600 MHz, nicht 3200 wie bei dem anderen. Eine 1 TB Kingston NV1, die ist natürlich deutlich langsamer als die andere SSD, macht aber beim Zocken keinen großen Unterschied. Und ihr bekommt ein 600 Watt BeQuiet Pure Power, was ich mir bei dem anderen auch gewünscht hätte. Betriebssystem ist hier auch nicht mit dabei und das Gehäuse ist ein Silentium PC Ventum VT4 VTG mit Glasfenster. Das ist kein besonderes Gehäuse, aber ihr habt ja noch 50 Euro Luft gegenüber dem anderen PC, wenn ihr jetzt mit 1250 Euro zum Beispiel geplant hättet. Und mit diesen 50 Euro Luft habt ihr natürlich eine Menge Auswahlmöglichkeiten. Hier zum Beispiel so ein Kolink Levante V2, das scheint eine Meshfront zu haben. Also achtet darauf, dass ihr eine Meshfront habt, wäre das Beste meiner Meinung nach. Pantex Eclipse hier vorne, also ihr habt auf jeden Fall noch diese 50 Euro Luft. Da könnt ihr euch dann auswählen, was ihr gerne haben möchtet. Und den habe ich natürlich auch bei Geizhals durchgejagt. Hier haben wir die Kingston NV1, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landet ihr bei 1.125,71 und das Teil kostet halt 1,2. Ist 50 Euro günstiger und hat gegenüber Selbstbau einen Mehrpreis von 75 Euro. Ist fair. Wir landen ja immer wieder bei diesem System, seht ihr jetzt nicht das erste Mal. Also ich würde mir wirklich schwer überlegen, ob ich dann diesen Sale-PC nehme mit dem Fake-Build, ja, und dem scheiß Mainboard und dem blöden Netzteil. Oder ob ich dann vielleicht eher auf diesen Hardware-Deals-PC gehe, wenn ihr sowieso plant, das Geld auszugeben. Nehmt ein anderes Gehäuse von mir aus, wenn euch das nicht gefällt, ist es halt schlicht. Aber alles in allem seht ihr schon, was ihr dafür kriegen könnt. Deswegen lasst die Finger zumindest von diesem hier. Ich weiß nicht, wie die anderen PCs aussehen. Ich kann da vielleicht nochmal die Listen machen und dann im Livestream zeigen, wenn ihr das möchtet. Für ein eigenes Video reicht das wahrscheinlich nicht. Wenn ich jetzt zweimal hintereinander One.de mache, ist auch blöd. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Ich bin des Öfteren live. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.